So, es ist mal wieder soweit. Ein neuer Monat, eine neue Loot-Chest. Erstmal für alle, die nicht wissen, was eine Loot-Chest ist. Das ist eine Box, die jeden Monat versendet wird. Und dort ist allerhand jeglicher Nerd-Kram, Geek-Kram drin. Und man weiß halt erst, was man hier bestellt hat, wenn die Box auch bei einem ankommt und man sie aufmacht. So, das hier ist jetzt die August-Box. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu der Juli-Box ist sie doch relativ schwer. Ja? Ich bin echt gespannt, was hier drin ist. Ihr bestimmt auch, deswegen guckt auch dieses Video. Und ich würde einfach mal sagen, wir gucken mal nach. So, ich sehe was Tolles, für mich zumindest. Also, was haben wir denn hier? Das sieht aus wie ein Poster oder sowas. Ich will jetzt nichts kaputt machen hier. Immer ganz vorsichtig sein mit dem ganzen Zeug. Ich gucke später in den blöden Bildschirm, anstatt in die Kameralinse zu gucken. So, was haben wir denn hier? Ein großes Poster. Oh mein Gott. Das ist so ein kleines, ja, wie sagt man denn dazu, so ein... Das ist so ein Comic-Poster. Wie nennt man denn sowas? Ich habe keine Ahnung. Das hat so eine Comic-Szene aus Superman. Ganz offensichtlich. Staffeln Bilderrahmen finden für sowas. Schauen wir mal. So, hier ist das kleine Heftchen, was immer da weiß. Hier steht nachher drin, was wir hier auch alles in der Box drin haben. Aber das gucken wir noch nicht durch. Oh, das ist das lustig. Das kommt nachher direkt an meinen Schlüsselbund, glaube ich. Das hier ist... ein kleiner Big Bang, ist es scharf? Big Bang Anhänger. Schussanhänger. Schön. Was haben wir hier? Hier irgendwas zu essen. Mega saure Gummistricks, Gumstricks, Brain Blasters. Warning, not for babies, Wims, adults. Was ist Wims? Keine Ahnung. Zip. Probieren wir mal nachher. Haben wir hier noch, das ist ein Blechschild mit dem Hunger und einem sehr verliebten Donut. Also das hier findet auf jeden Fall Platz an meiner Wand irgendwo. Vielleicht hier hinter, wenn ich dann in Zukunft wirklich immer hier filmen sollte, kann man das dann auch schön sehen. So, was haben wir hier noch? Perry Rhodan, die Welt des Perry Rhodan. Irgendein kleines Häppchen, in dem ganz viele Sachen drinstehen, die ich mir mal irgendwann durchlesen werde. Nochmal was von Perry Rhodan. Ein Buch, ein kleines Taschenbuch. Er kam aus dem Nichts. Tada. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit Perry Rhodan, also den Namen habe ich mal irgendwo gehört, aber noch nie was von dem gelesen oder sonst was. Das hier ist das richtig, richtig geil. Dann, das hier ist ein Bilderrahmen mit einem 3D Star Wars Wackelbild. Ist das nicht geil? Ist das nicht hammergeil? Das wird gleich direkt aufgehangen. Jetzt haben wir hier noch, was ist das denn? Ich glaube, das ist von Assassin's Creed oder sowas. Blackbeard. Da steht auch drauf. Das ist ein Logbuch. Machen wir doch direkt mal auf. Ich zeig's erstmal. Ja gut, wie der Name schon vermuten lässt. Es ist wohl einfach so eine Art Tagebuch von dem Blackbeard halt. Mit ein paar Bildern drin und anderem Kram noch. So, hier, da. So, kann man sehen. Man kann es wunderbar sehen. Also richtig cool. Jetzt soll ich mir auch mal vielleicht den Assassin's Creed Teil auch mal zulegen und ihn spielen, wenn ich schon so ein tolles Buch dann dazu habe. Das ist natürlich dann nicht so fein, wenn man das dann noch nicht gespielt hat. So, hier, das war's. Karton leer. Wieder viele, viele coole Sachen drin. Zähl mir einfach nur mal auf, was wir hier haben.
Wir haben erst einmal dieses hammer coole Poster. Dann haben wir noch den Schlüsselanhänger von Big Bang Theory. Das 3D-Wackelbild. Dann diese super sauren, was auch immer es sein soll. Ein Heftchen von Perry Rhodan und natürlich das Buch von Perry Rhodan. Und dann ganz zum Schluss haben wir noch dieses tolle Buch von Blackbeard aus Assassin's Creed. Jetzt esse ich noch diesen super sauren, angeblich super sauren Kaugummi. Muss ja auch sein. Hier wird alles benutzt aus der Box. Vollkommen klar. Na, lass mich los. Ich esse jetzt nicht dieses ganze Ding hier auf einmal, das ist ja wohl klar. Also, das wird auf jeden Fall sehr viel erträglicher als dieses scharfe Ding vom letzten Monat. Es ist sauer, aber nicht super sauer. Finde ich jetzt. Es ist sogar sehr, sehr lecker. Ja, doch. Kann man essen. So. Ja, das war sie mal wieder. Die August-Edition der Loot Chest. Hat mich persönlich wieder sehr gefreut. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß damit. Ich verlinke unten mal in dieser Infobox die Seite von Loot Chest, weil wenn ihr jetzt auch Bock darauf bekommen habt, mal so eine haben zu wollen, dann geht da hin, macht euch ein Abo oder auch nicht. Ihr könnt auch nur für einen Monat halt mal so eine Box holen und habt einfach dann verdammt viel Spaß mit dem ganzen Zeug. Es ist nämlich wirklich, wirklich toll. Was ich jetzt hatte, das war die Loot Chest Plus Box. In dieser Loot Chest Plus Box, da ist halt immer irgendein Item extra drin. Und ich kann mal gerade nachgucken, was das hier war. Genau. In dieser Loot Chest Plus Box, da war halt dieses Logbuch von Blackbeard drin. Das heißt, wenn ihr nur die normale Box geholt hättet, nur, dann wäre dort halt alles drin gewesen, außer dieses Buch. Die Loot Chest Plus, die kostet 5 Euro mehr. Und ja gut, muss halt dann wissen, ob das ein 5 Euro wert ist. Es sind halt immer andere Sachen und naja, muss man halt wissen für sich selber. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.